Ja, hallo und herzlich willkommen heute bei dem dieswöchigen Windows Wohnzimmer. Ihr seid jetzt sicherlich vom OneCast rübergekommen und daher möchte ich euch herzlich begrüßen und übergebe das Wort an meinen Co-Host Nils. Ja, grüß dich, Toms, und alle, die hier auch mit bei uns im Wohnzimmer sitzen und sich ein paar kühler Getränke erfreuen und uns hier bei unserem Gespräch zuhören, denen wünsche ich natürlich auch einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, der OneCast war richtig harte Arbeit, sodass ihr euch jetzt voll ins Vergnügen stürzen könnt. Ich werde jetzt direkt auf jeden Fall mein Bier öffnen. Dummerweise habe ich noch keinen Öffner, aber man lernt ja nicht, man lernt da sowas schon im Kindergarten. Das 59 XL tut's auch. Nur ein Feuerzeug, alle sind nicht krank. Prost. Ja, Auf worauf Prost. heute? Darauf, dass Toms einen sehr mutigen Artikel verfasst hat über seinen Wechsel vom Lumia zum iPhone. Auf Hardware-Looks, und da ging ja richtig durch die Decke, ne, Toms? Ja, also innerhalb von 2 Tagen jetzt schon über 20.000 Klicks. Also, der hat sich wirklich innerhalb von 2 Tagen zu meinem zweitbestgeklickten Artikel überhaupt gemausert. Krass. Besser als nur der Test zum Lumia 640 im Moment. Ja, cool. Ja, was soll ich sagen? Also, ich sehe den Artikel so ein bisschen ambivalent. Also, ich habe natürlich kein Problem, auch Ja, dass man vielleicht mal. für die, die den nicht kennen, So. einfach mal den Link in den Chat posten. Ja, ne? Ist halt auf Hardware Looks, kann man sicherlich auch per Google mittlerweile finden. Der ist ja jetzt, denke ich, ganz gut gerankt. Hoffe ich Oder? doch. Ja, warte, ich poste ihn gerade hier rein. Da ist er. Genau, also ja, also generell habe ich natürlich kein Problem damit, wenn man mal so ein bisschen persönliche Meinung in den Artikeln auf seiner Seite postet und so weiter und persönliche Entscheidungen rechtfertigt. Das finde ich an sich gut. Aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu emotional und hänge ein bisschen zu sehr an Windows 10 Mobile dafür, dass ich das vielleicht ein bisschen objektiver betrachte. Aber ich finde halt irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, ist ja nicht bewusst, aber es schwingt für mich immer so eine ganz gewisse so Arroganz irgendwie mit, so von wegen, ja, ich bin jetzt mal weg und viel Spaß noch. Es interessiert mich jetzt nicht mehr, was bei Windows Mobile passiert, was natürlich in deinem Fall falsch ist, weil du ja trotzdem noch drei, nee, vier weitere Vier Lumias auf dem weitere Tisch liegen. Lumias. Er ist ja schwer beschäftigt, was Lumias-Testen angeht. Aber ja, es schwingt für mich halt immer noch so ein bisschen dieses Trotzige mit einfach. Und das finde ich halt. Irgendwie, ja, das bringt mich dann manchmal ein bisschen in Rage. Ist ja jetzt nicht böse gemeint, aber da hatten wir jetzt auch schon eine leichte Konversation zu dem Thema. Ich weiß nicht, wie seht ihr das, wenn man jetzt so einen Artikel schreibt? Findet ihr das voll legitim? Darf man da richtig sich austoben, oder findet ihr, das hat Grenzen mit dem Subjektiven, mit der persönlichen Seite? Und es sollte lieber objektiv geschehen, gerade weil ihr seid ja jetzt auch irgendwie eine der größten deutschen News-Seiten, so, ne, was Technik-News angeht. Ja, also wir gehören zu den Großen. Aber Genau. es gibt auch ein paar größere. Und, naja, gut, Naja, im ich Endeffekt, glaube der ja. Artikel sollte halt auch reden und war halt absichtlich auch Ja, okay. etwas spitzer formuliert. Und das hat er ja auch Ja, geschafft. genau. Also, wir haben über 40 Kommentare zu dem Artikel, wo dann auch munter diskutiert wurde. Und wie gesagt, ganz weg bin ich ja nicht, weil ich habe ja immerhin, Nee, nee, habe ja. ich ja noch 4 Lumias gerade noch auf dem Tisch hier rumliegen. Also, für normale Leute müsste ich ja bekloppt wirken. Und ja gut, bin halt jetzt nur mit meinem Privathandy quasi aufs iPhone geswitcht. Von daher. Alles klar. So, nebenbei vielleicht mal so, wir haben ja heute gesagt, dass wir etwas zu verlosen haben, und ich bin gerade dabei, denjenigen Leuten, die sich jetzt hier zuerst im Chat gemeldet haben, die Codes zukommen zu lassen. Und zwar geht es um die App Harvester. Die habt ihr bestimmt schon mal von gehört. All-in-One-Messenger-App, die halt auf den sämtlichen Webplattformen der Dienste wie Telegram, Skype, WhatsApp, was haben wir noch? Twitter, Facebook Messenger? Hangouts, Facebook Messenger, Facebook, genau, alles Mögliche, was es gibt, Line. basiert. Line, ja.
Danke, Sascha. Und auch erstmal an dich noch einen schönen guten Abend. Ich habe uns ein bisschen ignoriert. Tut mir Hallo leid. zusammen. Du bist natürlich jetzt nicht weniger Host als wir, aber wir hatten gerade eben halt so ein Zweiergespräch, deswegen. Nee, also, genau. Ich verschicke die Codes gerade. Ratzeweit müsstest du schon bekommen haben und Black Nebula müsstest du auch schon bekommen haben. Jetzt bin ich gerade bei Getreidekuchen 25. Sehr cooler Name. Ja. Ich muss aufpassen, dass ich nicht mal den gleichen Code verschicke. Nein, ich krieg das schon hin. Das ist jetzt nicht so anspruchsvoll an sich. Außer wenn der Edge dann wieder abstürzte, so wie eben. Nee, also jetzt geht's endlich. So, Ansonsten schickst du mir den Getreidekuchen. Code. Geht, geht, geht. Getreidekuchen hat auch gekriegt. Jetzt kriegt der Sparkion, der auch sehr fleißig immer unsere ganzen Tweets liked und teilweise retweetet. Das finde ich immer sehr gut. Ja, was soll ich sagen? Also, wir können uns, denke ich mal, heute recht zufrieden schätzen wieder mit 16 Zuschauern. Klar, es ist nicht so ganz One-Cast-Terrain, aber es ist, naja, wie sagt man so schön, der Elefant hat sich in unbekanntes Terrain begeben. ja, passt soweit. Gut, dann, Sascha, möchtest du noch was sagen zu dem Artikel von Toms? Ja, also solche Artikel sind ja So, oder fünf, wir streamen fünf. wieder. Wir sind wieder Okay, da online. sind wir wieder. Wir sind wieder online. Da hat doch glatt der Mitbewohner von Toms die Sicherung zum Rausfliegen gebracht. Was nicht alles einfach mal so passiert. Die Codes müssten jetzt raus sein. Wenn ich es richtig sehe, haben sich fünf Leute jetzt im Chat gemeldet. Einmal der Black Nebula. Sorry, falls du die Nachricht eben noch nicht gekriegt hast. Jetzt müsste sie da sein. Da hatte ich wohl irgendwie zufällig auf Block gedrückt oder so. Jetzt müsste sie eigentlich da sein. Dann der Ratzeweit hat angekriegt, der Getreidekuchen 25, Sparkion und Voxel Alex. Den kennen wir ja. Habe ich ihn vergessen? Nein, ich glaube, das waren alle. Falls sich noch wer meldet, wir haben noch fünf Codes. Ansonsten sind die fürs nächste Mal, wenn hoffentlich dann der Entwickler von Harvester auch mit dabei ist, der Jakob. Fände ich sehr cool, deswegen will ich an dieser Stelle jetzt auch gar nicht so viel von Harvester zeigen oder so sagen. Ihr könnt ja einfach mal so ausprobieren mit den Codes und dann halt euch eure Meinung bilden und dann können wir da auf die ganzen Features dann auch in der zukünftigen Episode mal drauf eingehen. Das ist so jetzt mein Plan gewesen. Ja, gut, dann hätten wir Harvester jetzt eigentlich abgehakt und wir waren ja eigentlich noch so ein bisschen bei dem Artikel von Tom stehen geblieben. Stimmt, wir Sascha? wollten noch Saschas Meinung hören. Ja, wir sollten noch Saschas Meinung hören. War die jetzt quasi abgeschnitten im Stream oder hatten wir die? Ja, sag einfach Nö, noch. ich meine, also im Endeffekt habe ich ja gesagt, meinungsbildend, kommentaranregend und in gewisser Weise das Joey Bill Fury-Ding halt. Also er hat sich jetzt ein anderes Telefon geholt, um das auszuprobieren, und dann immer wieder zurückzukommen, wenn es denn dann tatsächlich der Fall ist, dass man genug Marktanteil hat oder einfach die Überzeugung da ist oder irgendwas auf der Apple-Seite passiert, was vielleicht doch nicht so toll ist, je nachdem, wer es möchte. So ungefähr, ja. Falls der Ratzeweit seinen Code jetzt doch noch nicht gekriegt hat, dann soll er einfach mir nochmal bei Twitter eine Nachricht schreiben, dann kann ich es ihm auch da schicken. Und ich glaube, jetzt hat sich der Twitch wieder auf, der Edge wieder aufgehangen und hat, ja, ist wieder abgestürzt. Nice. Jetzt sind wahrscheinlich alle Nachrichten im Chat auch weg dann, ne? Vielleicht kann ich das ja mal erwähnen. Also, wir hatten ja vorhin schon mal darüber gesprochen, als Ja. Wohnzimmer noch nicht gestartet hat. Es kann sein, dass ihr alle unterschiedliche Edge-Versionen habt, sofern ihr die Insider-Versionen nutzt, denn es kann bei Build-Upgrade schon mal dazu kommen, dass sich der Edge nicht updatet. Das ist ein bekannter Bug und daran wird gearbeitet seitens Microsoft. Okay, was habt ihr für eine Version? Ich schaue gerade. Ich habe 37, 14332 ist halt die Bildnummer, 1001, 0. Also ich bin ja gar nicht auf der Also Premium. 37. Ich habe noch Ja, ich. Threshold 2, glaube ich. Ja, müsste. Also ich habe Version 37. 37 14 3 3 2 1 0 Ja. 0 1 0, ja. Ja. Also hier hat es geklappt. Was genau? Ja, das Upgrade. Upgrade. Ja, bei mir auch, ja. Ich könnte mal am Surface gucken, da habe ich ja jetzt auch die Preview da drauf. Da habe ich einen ganz komischen Bug. Also, falls ihr das wisst, was das ist.
Also das ist so im Arsch. Alles, was ich drücke, schließt sich sofort wieder. Vor allem die Bildschirmtastatur. Weil das Ding ist halt, dass die normale Tastatur halt auch nicht mehr richtig geht. Also sie wird zwar erkannt, ja, wenn ich dran setze, aber es gehen nur folgende Tasten hier. Ich mache mal kurz hell. Gar keine Noch mehr. nicht. Eigentlich, vorhin ging es noch. Okay, Nee. Funktionstaste geht jetzt auch nicht mehr. Nee, jetzt geht gar nichts mehr. Wechsel mal das Layout. Das Layout am Surface. Oh, jetzt, doch, jetzt hat er das erkannt. Jetzt hat er in Desktop-Modus gewechselt. Ja, genau. Seht ihr jetzt? Jetzt kann ich hier lauter, leiser machen, muten und so weiter. Das geht. Aber alle Tasten gehen, also alle wirklichen Buchstaben gehen nicht mehr. Also wenn ich jetzt hier irgendeine. Jetzt guck mal, jetzt poppt die Bildschirmtastatur rauf und geht jetzt zum Glück nicht weg. Aber wenn ich jetzt die richtige Tastatur hier nehme, jetzt normal Desktop-Modus, passiert nichts, wenn ich hier was eingebe. Kommt nichts. Und es macht komische Geräusche. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch macht. Warte. Vielleicht Ah, ist guck leise. mal die Auslastung, wie die CPU-Auslastung ist. Ne, jetzt macht es keine Geräusche mehr. Ja, ich guck gerade mal. Ja, wenn sich das Startmenü. Okay, jetzt bleibt es da, okay. Ja, ich will mal mit der Tastatur tippen, aber geht ja nicht, ne? Gut, das ist halt Preview-Software. Ne, ja, aber ne, es war auch unter Threshold 2 vorhin. Also ich kann dir halt sagen, dass das kein Fall von der physikalischen Tastatur ist, weil ich den Bug nämlich nicht habe mit meinem Keyboard auf dem TrackStore. Es sei denn, das Surface hat irgendwie andere Komponenten. Hat er ja. Ja gut, das Surface hat ja sowieso öfters Firmware-Probleme. Ja. Ja, ich habe heute da noch ein Hardware-Update sozusagen, also ein Firmware-Update noch gemacht und ja, funktioniert jetzt nicht mehr. Wir haben noch eine Meinung von Waxel Alex reingekriegt, also vom guten Alex, der auch schon mit uns dabei war. Er meinte, finde es an sich gut, dass man in einem Artikel seine eigene Meinung preisgibt, solange es jedem klar ist, dass es sich um einen Meinungsartikel handelt. Jedoch sehe ich es auf einer seriöseren Seite, welche normalerweise keine Meinungsartikel veröffentlicht, etwas kritischer. Ja gut, wir veröffentlichen ja von Zeit zu Zeit Meinungsartikel, so ist es ja nicht. Also, ich bin jetzt nicht der Einzige und auch nicht der Erste, der einen Kommentar zu irgendeinem Thema schreibt. Und es ist ja auch in der Überschrift und auch ganz unten nochmal gekennzeichnet, dass das ausdrücklich meine eigene Meinung ist und dass das auch nicht unbedingt die Ja. Meinung der Redaktion widerspiegelt. Ja, aber was sagst du jetzt, Alex? nee, okay, ja. Haben wir es jetzt abgeschlossen, das Thema? Oder? Nee, es ist, ja, wir kommen wahrscheinlich nochmal drauf zurück. Sind ja jetzt, wie lange? Viertelstunde sind wir jetzt on, ne? Ja, mit Stromreset, Viertelstunde. Ja, ich weiß, inklusive, ja. Gut, dann können wir ja eigentlich zum nächsten Thema auf unserer Liste gehen. Und das ist. Ja, das wollte ich noch erwähnen, genau. Und zwar habt ihr ja sicher mitgekriegt, dass auf dem 59. Ach, oh, ich muss ja mal hell machen, ne? Mann, voll dunkel. Dass auf dem 950er ja kein Double Tap to Wake geht, ne? Und, also, kennt man ja eigentlich noch vom 640, aber es geht nur hier. Und abgesehen davon, dass bei mir der Glenscreen auch nicht mehr funktioniert, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe Verdacht gehabt, dass der Näherungssensor kaputt ist, aber ist nicht kaputt. Beim Telefonieren deaktiviert sich das Display ganz normal. Nee, also abgesehen davon, also Double Tap to Wake geht ja nicht. Und es ist ja schon länger sozusagen im Feedback drin, so von wegen, ja, wir wollen aber Double Tap to Wake haben für die 950er oder für die X50er, besser gesagt, für alle neuen. Ja, und jetzt meinte ja der Gabriel All, wenn ihr das wirklich haben wollt, dann müsst ihr noch nochmal im Feedback-Cup abstimmen. So von wegen, als hätten wir es noch nicht oft genug gemacht Ich glaub, und der jetzt Dr. kommt es auch Windows hat da, total oft an. der Dr. Ja. Windows hat da einen schönen Artikel drüber geschrieben. Ja. Und jetzt kommt es ja total drauf an, dass jetzt nochmal ganz viele sagen, dass sie es haben wollen. Weil wer, ganz ehrlich, wer will es nicht haben? Und intern wird es jetzt, glaube ich, schon seit 4 Monaten, habe ich jetzt irgendwie vernommen, aber erst seit kurzem kamen Screenshots durch, da wird es getestet. Also scheinbar haben sie eine Möglichkeit gefunden, das hinzukriegen. Ich bin mir auch sicher, dass es ein technisches Problem ist, da sagt der Doktor auch. Aber ja, jetzt so zu tun, als ja, wollt ihr es jetzt wirklich haben? Wir arbeiten da seit 4 Monaten an was, aber wollt ihr das jetzt wirklich haben? So, da müsst ihr jetzt nochmal abstimmen, das ist halt einfach so Ich finde das, komplett ich find das auch Like-for-like. komisch, weil ich meine, sie hatten die Technik ja. Ja. Sie hatten es ja schon. Ich glaube, selbst beim 1020 hatte ich Double
Double Tap to Wake Up. Also, Genau. sorry, Ja, was soll das denn? selbst beim 520 hat man es, glaube ich. Das war ja Selbst beim ursprünglich ein Nokia-Patent. analogen. Ja gut, aber die haben ja ein Nutzungsrecht bis 2020 auf alle Nokia-Patente, die die Handys betreffen. Das ist keine Patentgeschichte, das glaube ich nicht. Das ist einfach ein technisches Problem. Die haben wahrscheinlich einfach billige, also nicht billige, aber wieder am Displayspeicher oder was weiß ich gespart und Displays Einheiten gekauft, die das eben nicht unterstützen. Naja, Zumindest nicht in es einer ist ja eigentlich Version. der Touchscreen und ich meine, die Ja, müssen ja eigentlich nur den vielleicht wird Touch. der deaktiviert. Vielleicht wird er ja deaktiviert beim Ausschalten. Vielleicht ist Ja, es eine das Hardware. sowieso für Stromsparzwecke. Aber ich meine, du kannst ja auch den Touchscreen anlassen, das Display auslassen und dann einfach nur Ja. auf dieses Muster warten, damit du reagierst. Ja. Ich meine, so ist es ja Naja, nicht. klar. So wird es ja gemacht. Nur wahrscheinlich wurde halt einfach der Touchscreen mit abgeschaltet mit dem Display. Und deswegen geht's nicht. Vielleicht ist das hardware-technisch, vielleicht ist das firmware-technisch. Also scheinbar hat Microsoft irgendeine Möglichkeit gefunden, das zu machen. Wir werden es sehen. Hoffentlich kommt es bald. Und ich finde es aber lächerlich, dass Microsoft jetzt halt nochmal so um Feedback bettelt. Von wegen, ja, ihr kriegt es jetzt aber nur, wenn ihr ganz viel Feedback abgebt. Ja, man kann es jetzt halt auch nicht als Feature bewerben, weil es schon mal da war. Weil es eigentlich eine Ja. Sache ist, die uns irgendwann Ja. zusteht. Ja. Ich meine, Samsung sagt ja auch nicht beim nächsten Galaxy, ja, tut uns leid, aber das und das Feature, was beim Vorgänger da war, ist jetzt nicht mehr da. Ich meine, die können ja jetzt auch nicht nochmal, was weiß ich, den Fingerprint-Scanner weglassen. Apple ja genauso wenig. Die können ja nicht sagen, nächste iPhone-Generation, ja sorry. Könnt halt nicht mal mit dem Daumen Ja. entsperren. Ja. Ja. Nee, also in Zukunft kann man jetzt nur noch per Kommandozeile dann Apps starten. Bist dann noch wie die MS DOS Mobile App Ja, dann. genau. Ja, Ja. die konnte Die war noch ja relativ göttlich. viel. Ja, die war nice. Du konntest RPS-Exe starten, musstest vorher aber den Touch-Treiber laden und sowas. Dann konntest du Schere, Stein, Papier auf richtig Hipster Oldschool spielen. Ja, dann soll die mal als UWP rauskommen, dann haben wir wenigstens alle was davon. Ja, genau. Am PC dann auch noch. Ja. Am PC, da sollte es dann aber auch möglich sein, das C-Laufwerk zu formatieren. Naja gut, am PC hast du War ja die echte Kommandozeile. ja So ist es ja nicht. Ich wollte gerade noch mal Zwischenstand hier melden. 7 Codes sind jetzt mittlerweile raus. Vogus hat gerade noch einen gekriegt. Unser Web-Dev von Project AppGap. Und das ist doch eine perfekte Überleitung eigentlich, ne? Weil es gibt ein ganz bisschen Neuigkeiten zu Project AppGap. Und zwar hat die App ein kleines Update bekommen. Wir arbeiten ja schon länger daran, ein Dark Theme zu machen. Und es ist jetzt in Teilen da. Ich weiß nicht genau, ob ich jetzt die richtige App überhaupt zeige. Weil, ich weiß nicht, ob es jetzt die Beta oder die offizielle gekriegt. In der offiziellen ist auf jeden Fall etwas Neues, was das Design betrifft. Und das will ich euch kurz zeigen. Deswegen würde ich jetzt mal gleich meinen Bildschirm übertragen. Ich muss mal ganz kurz noch installieren. ja, und ich guck mal gerade in meiner Bibliothek, ob ich da die Beta finde. Genau, also wir sind gerade ein bisschen viel hinter den Kulissen am Arbeiten. Deswegen würde es uns natürlich weiter freuen, wenn ihr ganz wie gehabt die Unternehmen anschreibt und Textvorlagen sendet und ja, uns so ein bisschen beim Alltäglichen so helft. Aber an großen Neuigkeiten, sprich eigentlich eine richtige Integration der Datenbank in die App, sprich eine wahrscheinlich komplett neue Webseite. Das dauert alles noch ein bisschen. Also da Noch sind mal wir eine neue dran. Webseite. Ja, es hat ein paar technische Gründe einfach. Deswegen, weil wir die Datenbank in die App reinpacken wollen, müssen wir ein bisschen anders strukturieren und so. Ja, ich weiß, wir sind so ein bisschen krass, fast so wie Microsoft mit unseren ganzen Reboots, aber es hat alles einen größeren, höheren Zweck und wir sind dran. Also, falls ihr denkt, es geht nicht voran, intern schon. Aber geduldet euch ein bisschen, es ist noch nicht so weit. Aber jetzt zeige ich euch erstmal das, was jetzt wirklich neu ist. Und zwar, das ist nur die Store-Seite. Hier ist die App jetzt. Und das sieht jetzt erstmal nicht neu aus, ne? Wow. Was mache ich hier?
Eben war es noch schwarz. Es ist nicht mehr schwarz. Ja, es scheint anscheinend noch nicht so gut zu funktionieren. Ja, du musst ja auch Nee. das dunkle Theme anmachen, das war ja aus. Ah, nee, aber am Anfang kam halt was Dunkles, ja. So. Nach dem Umschalten musst du starten. Ah, okay. Aha, hier seht ihr die dunkle Seite der Macht. So. Genau, das sieht auch gut aus. Also das ist jetzt Dark Theme. Ist in einem etwas dunklen Grau gehalten, hier teilweise auch schwarz. Gefällt mir sehr gut. Haben die Devs sehr schön gemacht. Und jetzt könnt ihr euren Augen ein bisschen Entspannung gönnen, während ihr euch die Textvorlagen durchlest. Zumindest in der Nacht, wenn es dann mal wieder spät wird und ihr bis um 2 an E-Mails an Unternehmen sitzt. Wer macht das schon? Ich weiß es nicht. Nee, also vielen Dank für jeglichen Support, den wir gekriegt haben, den wir kriegen. Und wir haben ja in unserem Chat hier gerade auch ein paar von unserem Team, einmal der Waxel und einmal der Burgus. Und der Waxel schreibt gerade, also der Alex, dass die App noch ein paar Bugs hat und das Dark Theme hat auch die offizielle, genau. Und ich, genau, das ist alles, was wir dazu im Chat jetzt hatten, so. Und ich glaube, viel mehr gibt es dann auch nicht. Falls es jemanden gibt, der sich, der zum Beispiel des Französischen oder anderen sprachlich mächtig ist und für uns die Textvorlagen übersetzen könnte, natürlich freiwillig, ehrenamtlich sozusagen, dann wären wir natürlich sehr dankbar, wenn da ein Angebot käme. Einfach an unseren Twitter-Account @projectappgap in einem schreiben oder per E-Mail, steht ja auch auf unserer Webseite, die ja auch zu finden ist unter project-appgap.tk oder halt an unsere E-Mail project-appgap@outlook.com. Da könnt ihr uns gerne kontaktieren. Genau. Auch auf der Webseite ist nochmal ein Kontaktformular, aber genau, das suchen wir halt in erster Linie gerade. Wir haben eine Menge Developer auf jeden Fall, die im Hintergrund halt jetzt ja, hinter den Kulissen arbeiten, einmal an dem neuen Web, an der neuen Web-Plattform für die Project App Gap Sache und einmal auch an der neuen App, wie ihr jetzt auch teilweise halt jetzt die Früchte schon seht mit dem Dark Theme. Und ja, es gab außerdem in dem Update noch ein paar Code-Optimierungen, Verbesserungen und Anpassungen der Textvorlagen. Ich denke mal, das beschränkt sich auf neue Zahlen. Haben wir schon die 300 Millionen Nutzer? Noch nicht offiziell, ne? Noch nicht offiziell, glaube ich. Okay. Ja, dann würde ich erstmal wieder beenden. Ich habe wieder auf Falsches geklickt. Ist passiert. Ja, passiert ständig. Ich würde mal kurz was reinhauen. Der Doktor hat gerade noch was gepostet. Umfangreiches Update für die UWP von Dropbox ist jetzt live. Oh, cool. Nutzt jemand Dropbox, Dropbox? Also von euch. Martin? Ich nicht, nee. Ich habe Aber, 2 GB. wow. Also es ist teuer, aber es soll ziemlich gut funktionieren. Und Dropbox hat es ja tatsächlich geschafft, Placeholders zu machen, die nicht den Speicher zumüllen. Ja gut, das Und hatte OneDrive ja auch. Ist dann nur wieder ja, verschwunden. ich glaube, die Dropbox-Platzhalter sind aber trotzdem ein bisschen platzsparender. Wenn du zum Beispiel, also der Port for Word hat immer gesagt, wenn du ein Tablet hast mit 16 GB, wo vielleicht 4 frei sind oder so, und du hast irgendwie 1 TB in deinem OneDrive, dann sind die Platzhalter alleine schon zu viel für den Speicher. Und da du ja nur, ja, da du ja nicht auswählen kannst, dass du jetzt von gewissen Ordnern keine Platzhalter haben wolltest, war es halt unpraktikabel. Aber irgendwie klingt das für mich auch ein bisschen als vorgeschobener Grund. Ich glaube eher, ja, dass man halt irgendwie einen einheitlichen Sync-Client haben wollte. Für Windows 7, für Windows 10, für andere Plattformen und den jetzt halt so nach und nach wieder aufrüstet. Na Und gut, es sollen die ja. Platzhalter sind ja eigentlich nicht so schwierig. Du brauchst, also ein Platzhalter ist ja eigentlich nur ein Ja. Link auf die Datei und der Platzhalter ist halt Ja. ein paar Bytes groß. Und dann kommt Ja. es dann eigentlich nur auf die Anzahl der Dateien an. Ab wann es dann kritisch wird, sagen wir mal bei 4 GB Speicherplatz. Stimmt, ja. Ja, sagen wir mal, du hast ganz viele kleine Dateien einfach in deinem Ja, das ist dann OneDrive. blöd. Ja, ist Ist halt blöd, blöd eben. gelaufen. Ja, aber ja, du
konntest es halt vorher nicht abstellen sozusagen, dass du nur gewisse Ordner haben willst oder einfach gar keinen OneDrive synchronisieren. Obwohl doch, das ging, glaube ich. Gar keinen ging. Das ging. Mhm. Ja, also, keine Ahnung. Naja. Gut, Dropbox, ja. Also ich benutze, also ich persönlich benutze keinen Dropbox. Ich habe halt meinen OneDrive, wo ich über 1 TB Speicher drin habe. Ja, ja. Und ja, ich auch. Dann habe ich noch über die Uni ein OneDrive Business, wo ich dann auch wieder 1 TB habe. Ja. Ja. Genau. Ja, weiter im Programm. Wir haben noch weitere App-News. Und zwar kamen heute 2 neue UWPs, inoffizielle Sachen. Wobei, nee, das eine ist so eine alte Musikplayer-App, ne, Sascha? Genau, Fubar 2000. Werde ich gleich zeigen, vorher noch 8Cloud. 8Cloud ist mal wieder ein Soundcloud-Client. Ich hatte ja schon mal einen gezeigt, den gab es aber nur für Windows Phone. Und jetzt zeige ich tatsächlich den neuen, beziehungsweise eigentlich ist die App gar nicht neu, wie du schon sagtest, Sascha, ne? Sondern existiert halt dem Namen nachzuurteilen auch schon seit Windows 8. Und die App ist ziemlich, ziemlich nice, wie ich finde. Halt typisches Windows 10 Layout. Wir haben halt hier an der Seite so die wichtigsten Menüpunkte. Hier sehen wir erstmal so auf der Home-Ansicht halt die Startseite, wo man hier so ein bisschen ein paar Sachen entdecken kann. Und dann kann man hier eben wechseln zu Home, Search, ja, nach Text suchen. Also Soundcloud kennt ihr ja, ist halt so Musik-Cloud, so eine Musikplattform sozusagen, wo manche Künstler ihre eigene Musik hochladen, manche auch fremde Musik hochladen und so. Und hier unten seht ihr dann den Musikplayer. Und ja, also funktioniert sehr gut. Gefällt mir auch sehr gut halt vom Layout hier. Kann man super smooth hier durchscrollen. Und es bietet auch die Möglichkeit, halt sich einzuloggen, auf jeden Fall. Das ist sehr nice. Man kann auch direkt einfach ohne sich einloggen als Gast sozusagen reinschnuppern. Also da ist auch kein Account-Zwang. So ist sehr schön gemacht einfach. Hier seht ihr ja meinen Test-Account jetzt. Und ja, was soll ich sagen? Also hier kann man anscheinend auch noch einen Timer setzen. Okay. Was macht mir das? Einfach nur ein Timer, okay. Gut, Stop playing sound in... Ah! Wenn du einschlafen genau, willst oder sowas. Ja, ja, ja. Ja, coole Sache. Wollen wir ihm mal ein halbes Bier kaufen? Oh. Da funktioniert was nicht so ganz. Ja, okay. Schade, ich kann dir leider kein Bier kaufen, lieber Entwickler. Wie heißt der eigentlich? David Kature? Ne, das ist Helped. Damien Dallaire. Damien Dallaire heißt er. Ja, also gefällt mir wirklich sehr gut. Finde ich sehr cool, dass die jetzt auch UWP ist. Ja, wie gesagt, durch mein Problem, dass ich meine Tastatur nicht mehr benutzen kann, muss ich jetzt hier mit Bildschirmtastatur. Wunderbar. Ja. Gut, dann lassen wir ihm mal eine... Oh, eins? Was? Nee, ich hab 5 Sterne, ne? Gut. Seit wann können wir eigentlich wieder bewerten? Wie, konnten wir das nicht? Als Insider im Fastring war es doch gesperrt. Aha. Du konntest doch teilweise nicht bewerten, weil die Bewertungen ja nicht das widerspiegeln. Stimmt. Ja, ich kann's halt. Nee, ja, das war die App und ja, dann haben wir noch die, ich mach mal kurz Licht. Ja, okay. Die, 2000er App, wie heißt sie? Fubar 2000. Fubar 2000. Die du als nicht schön befunden hast. Ja, am PC fand ich es überhaupt nicht schön einfach. Das geklatscht, das Layout irgendwie unstrukturiert und ja. Ach shit, ich habe gar kein Project My Screen drauf. Glaube ich. Geht das nicht jetzt auch mittlerweile über Continuum? Ja, ja, aber hat ja kein Continuum, das Blue. Ach so. Ja. Ach so, meinst du mit dem 59? Ja, das Ding ist, das 59 hat, nee, das funktionierte noch nicht. Aber außerdem hat das 59 ja jetzt wieder Production drauf und da geht das, glaube ich, dann auch nicht. Ach so.
Okay, ich würde sagen, ich installiere das hier in Ruhe. Solange können wir noch was anderes machen. Ja. Gibt's denn noch ein Thema? Was sagt denn der Chat? Hat er noch eine Frage oder fällt ihm noch was ein, worüber wir diskutieren sollen? Irgendwie ist der Chat tot momentan. Es Ja, kam. gerade ist er tot, ja. Die Schade. Zuschauer sind auch ein bisschen gepurzelt. Also wir hatten am Anfang 16, jetzt haben wir 5. Wovon ich einer bin. Auch gut. Ja, immerhin hatten wir am Anfang dann wenigstens eine Ja, ganz nette Runde. jetzt wo die Verlosung durch ist, sind alle wieder gegangen. Wie viele Ach, Keys ne. haben wir? Haben wir jetzt 10 Stück verteilt? Ne, 7. 7 haben wir verteilt. Also müssten noch 3 Leute in den Chat kommen. Ja. Tja, der Kollege pennt gerade, somit kriegt er keine. Du, wir können die auch gerne noch für nächstes Mal aufheben. Dann freut sich auch noch mal jemand, wenn dann der Jakob seine App dann noch mal ein bisschen genauer beleuchtet, Genau. dass dann noch ein paar Leute dann ihren Code dann auf der Weise kriegen. Also das fände ich ganz gut. Und ich denke mal, da kann man mir durchaus recht geben. Wann plant ihr denn den iOS-Release von Project AppGap? Ich glaube noch gar nicht. Also das kann nicht unsere Priorität sein im Moment, weil wir alle Hände voll zu tun haben, alleine mit dem Windows-Kram. Aber du würdest wohl gerne auch nutzen auf dem iPhone. Naja, weil ja Oder was? die Entwicklertools ja so einfach sein sollen, dass du einfach eine App für Windows schreibst und die dann auch auf Android und iOS deployen kannst. Xamarin? Ach so, ja, Xamarin? Xamarin. Ja. Ja, das stimmt. Wäre ja Ja, eigentlich ein schönes Signal auch. Ich aber wie meine, gesagt. Windows Area Ja hat gut, ja wenn. auch eine Android-App und Windows Central auch. Ja, das Ding ist, wir haben ja eine App, aber die basiert ja nicht auf Xamarin, oder wie ist das genau, weißt du das? Keine Ahnung, ich glaube, da müsstest du das Projekt einfach in Xamarin importieren und dann macht das seine Arbeit. Ja, also falls irgendjemand ein findiger Entwickler da draußen ist, der Bock hätte, das zu machen, klar, also wir suchen. Wir sagen nicht nein, wir schlagen das Angebot nicht ab. Falls da jemand sich ein bisschen engagieren will und uns da auf der Weise unterstützen will, bei der Cross-Plattform-Entwicklung sozusagen, dann gerne, gerne. Aber wie gesagt, no date yet, no current, no concrete plans. So. Ah, jetzt sehen wir auch, der Chat hat sich wieder belebt. Der Kubia sagt, dass bei ihm die Cortana immer wieder abstürzt, einfach so, und hat gefragt, ob das bei uns auch so ist. Und Alex hat das auch. Am PC oder was? Oder am Handy? Ja, also Alex meinte, er hat es am Handy. Kubiak meinte, bei ihm auch auf dem Surface 3. Also, und keine Insider-Builds. Ja, also Also. zum Thema Abstürzen kann ich ja ein Lied singen. Also, bei mir schießt sich ja alles irgendwie. Also Was ist das? bei mir hat Cortana auf dem PC von Anfang an nicht wirklich funktioniert. Also sie versteht Befehle und alles. Aber wenn ich quasi meine Übersicht anzeigen will, dann sagt er immer, irgendwas ist schiefgelaufen. Und ich habe bis heute noch nicht rausgefunden, warum. Okay. Ja, also ich kann dazu eigentlich nur sagen, dass das Sachen sind, die aus dem Backend kommen, Erzähl dass sie mir das einen Witz. überarbeiten. Altistinnen braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? Zwei. Eine schraubt, die andere fragt, ob das nicht zu hoch ist. Diese Witze sind so doof, oder? Also, Ich ist finde, nicht schlecht. wie ging das? Wie viele Deutsche benötigt man, um eine Glühbirne zu wechseln? Einen, weil wir sind effizient und wir haben keinen Humor. Das dachte sich Cortana auch, weil das hörte sich ziemlich mechanisch an gerade eben. Ja, dann Oder warte mal, gucken, was geht's meine weiter. Cortana sagt. Erzähl mir einen Witz. Treffen sich zwei Eisbären in der Wüste, sagt der eine. Mann, müssen die hier einen strengen Winter haben. Alles gestreut. Das habt ihr jetzt nicht gehört, ne? Nee, nicht Nee. so richtig. Okay, hier. Nein. Treffen sich zwei Eisbären in der Wüste, sagt der eine, Mann, müssen die hier einen strengen Winter haben. Alles ist gestreut. Oh. Ah, ich Oder habe ein warte mal. Problem. Cortana, lach Was denn? mal. Ich habe ein Problem.
Hier kommt mein Piratenlachen. Ja, ich habe Project My Screen gestartet im Vollbild. Das Problem ist, ich krieg's nicht mehr klein, weil man das nur mit Escape beenden kann und ich habe ja keine Escape-Taste, die funktioniert. Shit. Alt F4. Ja, Alt Enter. Alt 4. Ja, wie denn? Ja, wie denn? Die Tastatur geht mit ja nicht. Die Tastatur auch nicht. Versuch mal eine USB-Tastatur. Bildschirmtastatur kriegst du auch nicht auf. Bildschirmtastatur kriege ich nicht auf, ne. Hast du keine USB-Tastatur? Ah, doch, warte, ich krieg's Action Center auf. Ja, okay. Ja, tut sich aber nicht, das öffnet sich dahinter. Binden? Kannst du nicht von links nach rechts wischen irgendwie? Von links nach rechts? Ja. Ja, ah, danke, ja, das geht. Das geht. Dann, die alten Tricks zum dann, Surface. Warte, dann wechsle ich zum Skype und dann macht sich Project My Screen wieder in den Vordergrund. Naja, jetzt habe ich es geschafft. Oh, so, warte. Ich habe gerade das Auge so ein bisschen. Wird Zeit für eine Project My Screen OWP, ne? Ja. Seht ihr das? Kannst du Project My Screen ein bisschen nach links verschieben, weil sonst wird das von deinem Bild verdeckt. Oh. Ja. Leider. Das hast du jetzt absichtlich gesagt, Thomas, oder? Irgendwie einfach das an die Seite ansnappen oder sowas. Geht das? Ding ist, ich will. Wie soll ich es nicht Vollbild machen? Wie soll es gehen? Das geht nicht, weil das eine Win32-App ist. Das wird nicht funktionieren. Ja, wieso? Die geht doch auch im Nicht-Vollbild. Das funktioniert wunderbar. Ja, aber wie willst du die nicht Vollbild kriegen? Ja, ohne Fenstermodus. Ja, ja. Alt-Enter eigentlich. Ja. Ist aber an sich ganz witzig. So. Ich kann es ja so zeigen. Nee, komm, dann musst du entweder das Bild verschieben. Moment, oder, warte mal, schieb mal Skype an die Seite. Skype einfach an die Seite anheften. Und dann kannst du ja auswählen, welche App auf die andere Seite. Auf die rechte Seite, bitte. Okay. Öffne Skype. So. Geh einfach auf Skype. Ja, jetzt. Das Ding ist, ach, verdammt. Da muss ich das schließen. Ja, genau. Schließ einfach mal. Genau. Ja, dann ist sie ja weg. Dann wird die mir nicht vorgeschlagen zum Anschluss. Läuft die im Split View? Ja. So, jetzt Skype einfach auf die rechte Seite ansnappen. Und jetzt musstest du Project My Screen irgendwie auf die linke Seite ansnappen können. Ist ja nicht da, ist ja nicht da. Das ginge. Hoffentlich. Nein, es geht nicht. Nein, es geht nicht. Ach komm, ey, es muss jetzt so ist gehen. Ist egal, dann kann man sein Bild nicht sehen, aber kann zumindest Project My Screen sehen, oder? Ja, nein, man sieht aber die man sieht ein bisschen was. Ja, ist okay, so. Weil das ist jetzt hier die App, sag mir nochmal, wie sie heißt. Fubar 2000. Genau, ist ein Musikplayer. Und was gibt's dazu groß zu sagen? Ich habe die App jetzt noch nicht so lange probiert. Ja, Albenansicht, Songansicht, Shuffle All Tracks. Hier sind irgendwie nur Podcasts drauf, kann das sein? Ja, du kriegst damit keine Groove-Geschichten geladen zum Beispiel. Ah, aber ich hab auch normale, weil normale. Der geht einfach in Podcasts. Ich will aber nicht Podcasts, Music Folder, Folders empty. Da gibt's einen extra Music Folder anscheinend für Groover, für Fubar 2000. Naja, aber man sieht ja trotzdem ungefähr, wie es aussieht. Also ich muss sagen, mir gefällt die VLC-App besser. Und die kann wahrscheinlich genauso viel. Das Layout hier. Ich hab die immer noch nicht. VLC? Ja. Warum du hast nicht? Damals so einen Twitter-Post geschickt. OWP meine ich jetzt. Lade einfach mal runter. Das ist die App, ja. Irgendwie kam ich dann auf einen leeren Twitter-Post. Muss gleich mal gucken. Guck einfach im Store nach der App. Und das ist dann die neue? Ja. Ist das die? Das müsste. Ja, das ist sie. Joa. Also hier ist natürlich keine Musik drin, das ist ja auch mein Blue. Die App hat wenigstens die App hat wenigstens ein Design. Das stimmt, ja. Wobei es mir nicht ganz so gut gefällt. Also es ist okay. Aber ich finde, über Groove geht es dann doch nicht. Du magst ja Groove nicht so, aber ich finde Groove geil. Ja gut, Groove bekommt jetzt sowieso nochmal ein neues Update, ne? Nochmal jetzt? Oder das Update ist schon da. Kann ja sein. Findest du es nicht, Sascha? Ich finde irgendwie nur die alte im Store, oder ist das die neue schon? Nee, die also alte. Du sagst, Groove kriegt noch ein Update hier gerade?
Ich glaube, das hab ich gelesen, ja, müsste ich. Hey, ist es im Querformat besser, Toms? Ja, ein bisschen. Aber ist in Ordnung so. Kein Stress. Okay. Schau gerade mal nach Updates. Ja, das hatte ich und dann hätte ich noch eine andere App. Heute ist richtig App-Party hier im Wohnzimmer. Und zwar, hier oben seht ihr es, die App Action Note. Die ist echt cool. Die heißt Action Note, weil es sich halt direkt ins Notification Center, also ins Action Center einnistet. Und es funktioniert halt so, dass hier dann einfach sozusagen aktuelle Notizen, die du gemacht hast, werden dir hier angezeigt. Und man kann auch einstellen, dass er da sozusagen einen Shortcut hinlegt, dass, um gleich eine neue Notiz zu erstellen. So. Mhm. Wenn du das jetzt wegwischst, dann ist die als erledigt markiert. Ja. Mhm. Das kann man aber auch einstellen. Also hier ist die App. Wenn man die startet, das kann jetzt ziemlich lange dauern, weil irgendwie gibt es unter... Oh, geht ja. Unter der aktuellen Redstone-Preview und Bug, dass die Apps manchmal nicht richtig laden, nicht oder sehr langsam nur. Ja, und dann kann man hier halt ganz verschiedene Notizen anlegen, ne? Einen Titel, so wie bei OneNote und Details angeben und diese ganzen Teile dann auch an die Startseite anheften oder so, oder teilen. Reihenfolge sortieren hier. Wenn man die erledigt hat, dann sind sie im Archiv. Da habe ich eine Menge Sachen drin. Und ja, Erweiterungen gibt es auch, aber das funktioniert, achso, pro Version für 3 Euro. Also was, was kann die mehr? Okay, ich guck mal. Maximiere deine Produktivität, arbeite auf allen Windows 10 Geräten gleichzeitig, synchronisiere Notizen automatisch mit dem Infocenter deines Smartphones und PC oder scanne QR-Codes, also wahrscheinlich noch ein bisschen Sync-Geschichten und ja, QR-Codes und sowas. Kann man sich mal geben. Auf jeden Fall finde ich eine sehr, sehr schöne App, hält sich auch einfach knallhart an die Designvorgaben von Windows 10, läuft super flüssig, macht alles, was soll. Man kann halt, wie gesagt, zu einzelnen Notizen, also es wird auf der Hauptkachel natürlich auch angezeigt, welche Notizen man im Moment hat, aber man kann auch für jede Notiz eine eigene Kachel haben. Und was auch besonders schön ist, ist, dass selbst im kleinen Zustand sieht man immer noch Text. Wobei es natürlich ein bisschen sehr klein ist dann. Aber das ist auf jeden Fall sehr nice gemacht, finde ich. Ja, das ist dann Action Note und ich glaube, dann bin ich mit meinen Apps heute aber auch durch, oder? Ja, jetzt müsste ich durch sein. Na, dann kann ich jetzt ja dieses unsägliche Project My Screen. Ja, das Project My Screen ist es ja nicht, sondern es ist halt einfach. Ja, es ist halt einfach meine Tastatur oder was auch immer gerade bei Windows komisch ist, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht habe ich irgendwas umgestellt. Also ich meine auch, dass ich meine mich zu erinnern, dass ich das schon mal hatte am Surface, dass einfach keine Buchstaben mehr gingen. Und dann habe ich irgendwas gemacht, so von wegen, da war irgendwie eine Tastenkombination, womit man irgendwas locken konnte, so Keylock oder so. Und dann habe ich irgendwas gemacht und dann ging es wieder. Aber ich habe vorhin schon derzeit hier drauf rumgefummelt und es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Aber was ich hier gerade gesehen habe, ist ganz cool. Hier Cortana auf dem Lockscreen. Ja. Tap hier, was steht da? Tap and say, wecke mich um 6 Uhr morgens. Wecke mich um. Ich wollte jetzt nicht. 13 Uhr. Ach nee, du hast ein Headset. 13 Uhr. Ja. 13 Uhr, ja. Scheiße. Ja, aber funktioniert. Also, ist nicht schlecht. Muss ich schon sagen, ne? Joa. Ja, Thomas, dann kommt dein Surface. Mal schauen, irgendwann. Irgendwann. Eigentlich wollte er es ja schon längst haben. Ja, aber dann kam ein Xbox und ein Fernseher und. Ja. Und ein leeres Konto. Genau. Ja. Ja, Sascha, du hattest vorhin noch was ausgegraben. Noch mehr App-News heute. Ich denke, es ist heute die Episode, würde ich sagen. Die Episode. Genau, ich habe nochmal geguckt und die Deutsche Bahn hat dann heute Mittag eine, ich sag mal, Sitzung gehalten oder vielmehr ein Event, wo es darum ging, wie die NextDB Navigator-App aussehen wird und dass die halt für Windows Phone geschrieben wird. Ja. Das heißt, wir brauchen hier die Hoffnung nicht aufgeben. Es kommt auf jeden Fall eine Windows
Phone-App. Ich denke mal, dass damit aber eine OWP gemeint sein wird. Hoffentlich. Also, weil die aktuelle Debian-Navigator-App ist ja nicht gerade zufriedenstellend. Ja, die ist von 2013. Ja gut, aber wir haben ja auch, wie heißt sie denn? Also eine App, die dir das Online-Ticket zumindest anzeigt, sodass du den Kram nicht ausdrucken musst. Wie heißt das? Bahnticket oder so heißt die irgendwie App. Sowas, ja. Warte. Die funktioniert eigentlich auch ziemlich gut. Ja, Bahnticket. Ja, die funktioniert gut. Was ich festgestellt habe, letztens in Berlin gibt es ja die BVG, also die Berliner Verkehrsgesellschaft, und die hat eine App, die einfach 1:1 der DB-App nachempfunden ist. Aber das Ding ist, die funktioniert wenigstens gut. Die ist halt schon auf der 8.1-Code-Basis. Also sprich eigentlich sozusagen Universal-App-Plattform, aber für PC haben sie, glaube ich, noch nicht veröffentlicht. Oder, lass mich kurz schauen, ob es die BVG-App auch für Dings gibt. Für mein PC. BVG. Nein, es wird nichts vorgeschlagen. Das BVG Racing Team ist nicht im Windows Store am Start. Schade. Habt ihr auch ein Karlsruher Racing Team? Ja, das KVV Racing Team, natürlich. Ja. Ich meine, hallo, wir sind Jodelhauptstadt. Ja, das stimmt. Du, ich muss sagen, ich habe jetzt echt mich in Jodel reingefuchst. Das macht Spaß. Ah, ne? Ich hab jetzt immer mehr gejodelt und auch Jodel gelesen, und ich muss sagen, das ist schon ganz witzig. Und wie viel Karma hast du schon gesammelt? Nicht viel, 300 oder so. Wie viel hast du? Warte, muss ich gerade gucken. 8236. Ja, läuft bei dir. Jodelst du auch, Sascha? Nee, ne? Nee, ich jodel nicht, nein. Noch nicht. Ist es so ein Jugendding oder ist es eigentlich... Das ist ein Studentending. Studentending, ja. Also Olli meinte ja zu uns, dass er, obwohl er ja nicht studiert ist, in... wo wohnt er nochmal? In irgendwas... Schweinfurt oder sowas? Irgendwie sowas, ja. Nee. Ja, irgendwie sowas. Dass es da trotzdem auch für Nichtstudenten ganz cool ist. Na ja, gut, bei uns werden alle Nichtstudenten irgendwie rausgeboot. Okay. Gut, ich meine, es ist auch eine App, die eigentlich von Studenten für Studenten entwickelt wurde. Ja. Und da geht's halt auch viel um Studententhemen und ja. Ja, und für Windows Phone heißt die App ja Wodel. Die ist ja vom lieben, ist die von dem, der die Kleinanzeigen abgemacht hat? Genau, ja. Ja, genau. Der Schumi, ja. Sehr cool gemacht, auf jeden Fall. Oh, ich habe 344 Karma, siehst du. Das schwankt so ein bisschen. Ich habe mich ein bisschen unbeliebt gemacht und jetzt wieder ein bisschen beliebter gemacht. ja, soll ich vielleicht auch nochmal Wodel zeigen oder hattest du das schon gezeigt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich hatte es mal nur erwähnt. Ja, das ist ja heute die Episode, also muss ich auch nochmal Wodel zeigen. Auch über Project AppCap oder hältst du es einfach nur in die Kamera? Project AppCap, ja. Am PC? Kannst du auch am PC. Stimmt. Oh. Wird sogar synchronisiert zwischen Handy und PC. Nice. Ja, dann packen wir doch einfach mal Wodel. Und das ist halt wirklich eine UWP-App. Also die wurde mit Windows 10 als alleiniges Ziel entwickelt. Genau. Bild vor Windows 10 steht ja hier auch im Store. Übertrage ich mal wieder. Was mich am Store richtig aufregt, ist immer dieses 0,2 von 0,2 und dann 0,3 von 0,3 und dann von 5 und dann 10 und dann... Ist fast fertig. Also, ja, bringt's. Restore User Data, also man sieht tatsächlich, es wird synchronisiert. Es wird was wiederhergestellt, was ich auf dem Handy gemacht habe. So, Wodel. Wo bist du? Lädt noch. Coming soon. Hier haben wir es. Jetzt muss er erstmal meine Location finden hier. Grundzweck. So, gucken wir mal, was der Braunschweiger. Wieso hast du die auf Englisch gestellt? Hast du den Store auf Englisch? Ich habe, glaube ich, das ganze System gerade auf Englisch hier, weil. Ach so. Wegen. Ich probiere ja gerade, ob ich das irgendwie hinkriege. Weil Sascha mir das vorgeschlagen hatte. Aber.
scheint nicht so richtig zu funktionieren. Ja, das Keyboard hätte, glaube ich, gereicht, aber wenn das auch schon nicht geht. Manchmal denke ich, dass ich einen Bandwurm habe, weil mein Hunger so endlos groß ist. Geht's noch für ihn so? Nö, gut gegessen. Barbaren. Jeder ist in einer gewissen Art und Weise komisch und eigen. Ich werde morgen wieder richtig gut essen. Da gehen wir wieder zu Ichiban, also diesem geilen Japaner, All You Can Eat. Das wird wieder episch. Das Gute ist, ich kann morgen auch bis zum Mittagessen tatsächlich ausschlafen, also bis 12. Und dann habe ich bis 18:15 allerdings und ja, fahre dann abends nach Hause, weil Donnerstag ist ja der Vatertag. Okay. Dann muss ich da mit meinen Freunden treffen. Woran merkt man, dass man zu lange auf Toilette saß? Alle Jodel gelesen und zu lange und Beine eingeschlafen. Also das Karlsruher Jodel ist besser, oder Thomas? Viel besser. Aber du bist ja auch auf den normalen Jodel. Jetzt geh mal auf Top-Jodel. Links. Ganz unten. Also vorletztes da. Schatz, du gehst mir doch fremd, oder? Boah, ihr fragt mich alle Dinge als gleichzeitig. Kommst du noch hoch? Nee, den Trick kenne ich. Morgen nach dem Aufwachen bist du plötzlich hässlich. Inhalt einer Chips-Tüte 175 Gramm, Menge einer Portion, laut Aufdruck 30 Gramm. Ich muss so lachen, dass mir glatt 2 bis 3 Portionen aus dem Mund fallen. Das stimmt, das ist wahr, true story. Der Moment, wenn dein Sitznachbar auf sein Smartphone schaut und die Freundin Schluss macht und man sein verdutztes Gesicht sieht. Naja. Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich meine Eltern einen Jungen gewünscht haben. Svenjamin 17. Was mich richtig aufregt, ist halt immer diese Hashtag-Kacke in Apps, die keine Hashtags unterstützen. Ja gut. Ja. Einfach, ja. Also, Twitter gehören sie einfach, aber hier, warum? Das ist einfach weil man es kann. Weil man's das kann, stimmt, ja. Weil man es kann. Ja, ist wirklich so. Also 3:48, Thomas, da muss ich noch ein bisschen arbeiten, ne? Ja. Work, 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 work. Nee, nee. Gut, dann. Oh, ich denke, die Episode ist richtig rund geworden heute. Bis auf den kleinen Aussetzer vorhin. Am Anfang dachten wir ja, das wird so ein kleines Ding heute und jetzt sind wir schon bei 9:45. Fast eine Stunde, ja. Mal jetzt die Unterbrechung abgezogen. Ja. Und die letzten 5 sind uns jetzt auch wirklich treu dabei geblieben, also cool, cool. Ja, ich hoffe, dass ich keinen im Chat übersehen habe wegen des Codes für Harvester. Ansonsten nächste Woche habt ihr nochmal die Chance, 3 Codes zu kriegen. Vielleicht legt der Jakob ja auch nochmal nach. Ja, und wir hoffen, dass er dann nächste Woche dann dabei ist. Würde mich sehr freuen, würde uns alle sehr freuen. Er meint nur, er hat keine Webcam, aber ich glaube, das wäre jetzt nicht so tragisch, ne? Kann ja einfach seinen Screen übertragen und dann halt die App so zeigen am PC. Ja. Oder was auch voll der gute Lifehack ist, Project My Screen und dann die Kamera-App starten auf dem Handy. und dann Bildschirmübertragung. Ja. Naja, aber das Ding ist, bei der Bildschirmübertragung wird der Bildschirm groß gemacht, ne? Da wird das vor die Gesichter geschoben. Also, da ist es nicht mehr so dreigeteilt, oder, Toms? Man sieht mich, wenn du jetzt Bildschirm überträgst und die Person, die gerade redet. Ja, genau. Naja. Okay. Ja. Ja, ich glaube, dann sind wir jetzt am Ende angelangt, oder? So sieht's aus. Alles klar. Ja, dann bedanke ich mich natürlich wieder für die rege Teilnahme hier im Windows Wohnzimmer. Das war heute wirklich eine sehr app-lastige Runde. Ich dachte ja so, nach dem Special von Dr. Windows App-Entwicklung machen wir hier mal so ein bisschen was Entspanntes. Aber nee, wir hauen noch ein paar Apps raus. Aber waren ja coole Apps dabei, so wo man ein bisschen mit rumspielen konnte und so. Deswegen an sich eigentlich ziemlich cool. Dachte ich mir jetzt mal so und
ob ich mir jetzt die Mühe mache, jeden einzelnen App-Pick dann rauszuschneiden für Twitch-Highlight. Ich glaube nicht. Ich denke mal, das ist einfach unsere Episode heute und die werden wir dann bei YouTube hochladen und dann könnt ihr euch die da on demand angucken. Den YouTube-Link findet ihr auch auf unserem Twitch-Kanal unten verlinkt. Genauso wie der Link zur Audio-Edition in eurer liebsten Podcast-App per Eingabe des Feed-Links dann abonnierbar. Und ihr findet auch noch Links zum Dr. Windows Telegram-Channel, wo wir eigentlich auch während der Show auf jeden Fall mit euch schreiben können oder wollen, weil nicht jeder hat Twitch und im Dr. Windows Chat ist dann einfach ein bisschen mehr los. Da haben wir das okay gekriegt und ja, können auch weiterhin ein bisschen weiterhin gegenseitig Werbung machen, immer für OneCast und Windows Wohnzimmer. Ich denke mal, da sind wir auf einem ganz guten Weg, so. Das gefällt mir sehr gut so. Ja, ansonsten würde ich sagen, war es das für heute. Besucht auch nochmal Toms Gaming-Blog, blackmesa.xyz. Ist da nochmal Genau. was Neues gekommen? Ja, auf Ja, jeden also Fall, es ne? war jetzt ein bisschen ruhig in den letzten Wochen, aber Ja. da ist was Neues gekommen und da wird auch nochmal was Neues kommen. Und ja, ich baue das Ganze noch quasi ist noch in der Aufbauphase. Aber wer mitmachen will, der kann sich einfach nur melden, dann kann man ja mal schauen, wie man sich arrangiert. Also wer Bock hat, ein bisschen zu schreiben, seine Meinung kundzutun und einfach mal ein bisschen zu sehen, wie sowas funktioniert, Ja. kann sich gerne melden. Genau, also blackmesa.yz. Genau. Genau, und du bist bei Twitter zu finden unter dem Namen Ja, @Thomas ohne H unterstrich Strich. Freres. Ja. Ohne dieses E-Apostroph-Dings. Ja. Was ja eigentlich im Namen ist. Aber bei Sonderzeichen würde ja eh, ich weiß nicht, ob das überhaupt geht. Naja, egal. Ich hab einen Akzent auf dem A, nicht auf dem E. Ach so. Ja. Hast du nicht auf dem E auch irgendwas? Nee, das ist das französische Wort für Bruder. Okay, sorry. Ist gut. Das Lateinische ist übrigens Frater. Das klingt ja ein bisschen ähnlich. Okay. Sascha, auch dir vielen Dank, dass du heute mit dabei warst, wie immer, unser Co-Host. Dich findet man auf Twitter. No Mercy, WWE. Jawohl. Genau, also falls ihr zum Beispiel auch mal hier mit uns im Wohnzimmer live dabei sein wollt, also einfach bei uns mit Skype und richtig Fratzen zeigen und alles, so wie der Jakob nächste Woche wahrscheinlich. Dann schreibt einfach einem von uns dreien eine DM, also eine Nachricht bei Twitter. Bei mir ist es halt der @TechNeils-Handle natürlich. Habe mich heute auch bei Twitter darüber aufgeregt, dass ich es nicht mag, wenn man mich TechNeils nennt oder TechNeils. Immer dieses, also diese dänische Schreibweise ist ja NIELS, aber ich werde ja ohne E geschrieben. Und wenn man dann trotzdem Niels das so in die Länge zieht. Das mag ich nicht, also merkt es euch richtig. Aber ihr habt ja das Glück, dass ihr mich nur anschreiben müsst und dann kann ich Glücksspech natürlich geht auch. nicht. Ah, alles klar, komm hier. Wie auf Kommando. Ex, so. Gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende für heute und treffen uns nächste Woche wieder. Mal Auf jeden sehen, Fall. genau wann. Wir machen jetzt immer die Termine so ganz richtig krass, planen wir die immer, wer wann Zeit hat und sozusagen so ein Maximum finden. Aber wir müssen uns nächste Woche auf jeden Fall auch nach Jakob richten, wenn er dann dabei ist. Ich hoffe es mal. Und ja, TechNeils V1.0.1 Boot Sequence Initiated. Ja, Sascha. Ja, apropos Boot Sequence, jetzt machen wir mal eine. Ja, eine Shutdown-Sequenz, würde ich sagen, und sehen wir uns dann nächste Woche wieder. Ja, dann wünsche ich euch natürlich noch einen sehr schönen Abend und eine restlich entspannte Woche. Einen schönen Vatertag und ja, treibt's nicht zu doll, falls ihr Und dran was. denken, Sonntag ist Muttertag, nicht vergessen. Ja, ja, Denkt nicht an den vergessen. Bollerwagen. An alle Bollerwagen. Okay, gut, dann von mir aus, ciao. Bis Jo, nächste Woche. von mir aus Macht's auch. gut. Ciao, Ciao. bis nächste War wieder cool. Woche. Ciao. Ja, auf jeden Fall. Ciao.